Okay. Ich gehe zum Wasserfall. Wo ist der Wasserfall? Uhu. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolint wieder verlassen kannst. Gehe nun zur Durstwüste. Die schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur Uhu. Ja, Uhu, ne? Uhu. Weiß Bescheid. Okay, hier haben wir ein neues Ziel. Die Durstwüste. Ups, das ist nicht der Weg in die Durstwüste und das ist der Weg ins Wasser. Naja, was soll's. Okay, müssen wir halt nur gucken, wo wir denn wie denn in die Durstwüste kommen. Alles immer leichter gesagt als getan. Ich glaube, es gab hier auch so ein paar Bäume, die man anderen bringen konnte und da war halt auch eine Muschel drin. Das ist jetzt kein gutes Beispiel dafür. Aber es gibt solche. So, da kommen diese scheiß Spinnen da raus. So, da war das. Ich soll selbst erstmal gucken, ne, was hier denn hier wo war und so. Ach, hallo. Aber hier ist halt nur der Muschelwasser, also nur in Anführungszeichen. So. Hier oben geht es ja eigentlich nur Richtung Schlossgeheimeingang. Hier könnte ich zwar nochmal telefonieren. Einfach mal, weil ich kann. Tut, ja? Hier Ulrira? In der Durstwüste, welche im Südosten der Insel liegt, wirst du etwas finden, das man den Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlicher werden? Tschüss. Ja, und wir wissen ja schon, wo wir den Wunderschlüssel gebrauchen können. Das haben wir ja schon gesehen. Ja, ich finde jetzt halt nur nicht den Gang zur Durstwüste. Toastwüste oder wie auch immer. Ich habe Durst. Auch im Real-Life habe ich Durst. Ups. Mit ihren Scheißbomben, ne? Dann gehen wir ein bisschen auf den Keks. Auch nur so ein bisschen. Das hier irgendwo? Zoodorf, Zwergenbucht. Ja, das klingt nicht verkehrt. Was ist hier? Ach ja, das war der. Das, wo ich noch beim letzten Mal sagte, so, ja, da können wir derzeit nicht durch. Jetzt können wir da durch. So. Ich werde hier immer wieder von allem attackiert. Guck hier mal ganz kurz unter den ganzen Büschen. Aber so viel ist hier auch nicht. Schade. Gucken wir mal, was wir sonst hier so finden. Man muss ja mal gucken. Sieht auch interessant aus da. Hier brauche ich mein Kraftarmband. Ups. So. Erstmal alles annehmen hier. In der Hoffnung, halt irgendwo irgendwas zu finden. Man weiß ja nie. Ich glaube aber, hier war nichts großartig. Aber lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Also hier schon mal nichts. Schön, dass wir da nochmal sicher gegangen sind. Die machen Randale da oben. Okay. Da könnte ich was freisprengen. Habe ich noch Bomben? Ich habe Bomben. Also zumindest etwas Positives. Weiß zwar nicht, ob mich das jetzt hier irgendwie weiterbringt, aber naja. Man kann ja mal gucken, ne? So, was haben wir denn hier? Eine Fee! Hallo! Lass mich deine Wunden heilen!
Entspann dich und schließe die Augen. Ja, okay. War zwar jetzt nicht bitter nötig, aber hey. Ups, falsche Taste. Beziehungsweise falsches Item. So. Da haben wir auch noch einen Höhleneingang, aber da kommen wir derzeit nicht hin. Und dieses Rauschen kommt natürlich vom Wasserfall. Total angenehmes Geräusch auf dem Gameboy. Nicht. Yeah. So. Ein Herz. Na, immerhin. Damit ich ein bisschen Heilung krieg. Was haben wir hier? Schläft der Fisch ewig, der Held wird zur Erde. Ah ja. Können wir gleich nochmal buddeln oder vielleicht mal dagegen laufen? Gegen den Baum. Na, guck mal, da haben wir eine Fee drin. Na, immerhin. Buddeln. Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas ist. Ein Herz. Na, immerhin. Nee. Bei der Eulenstatue ist tatsächlich nicht ganz so viel. Jetzt haben wir hier einen Rauschfehler, na toll. Ich überlege, wie ich das jetzt am besten hier wegkriege. Das Rauschen ist ja doch schon ein bisschen heftig. Ich glaube, da könnte ich theoretisch halt nur... Ah, okay, jetzt ist es weg. Das muss ich speichern. Spiel neu starten. Ah! Ich glaube, hier muss ich sowieso erst später hin, ne? Da bin ich sowieso ganz verkehrt. Das ist nicht die Wüste. Meine ich zumindest. Ja, ich glaube, hier gehe ich erstmal noch nicht weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr verkehrt hier. Ich kann natürlich mal gucken hier, ne? Aber ich... mit einer der letzten Tempel, wo man hin muss. Der 6., 7. oder sowas. Vielleicht auch der 8. Weiß ich nicht. Haben ja jetzt erst 3. Aua. Also ist das auf jeden Fall schon mal die falsche Richtung. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Hier könnt ihr nochmal auffälligerweise buddeln. Ich glaube auch hier ist nichts. Ein Rubin, wuppdidu. Nö, okay. So, hier ist nichts. Ganz kurz gucken, was ist denn hier links? Überall gibt es die ganzen Links, haha. Okay, hier geht es nur ins Wasser. Ins große, weite Meer. Müssen wir später mal irgendwann hin. Wenn wir irgendwann schwimmen können. Ups. Oh, noch so ein Ding. Überall diese Bombenwerfviecher, ne? Überhaupt nicht nervig, nein, nein. Ups. Ja, so viel dazu. Ich glaube, hier war noch ein Muschel versteckt. Unter Brücken, Geheimnisse, lange Leben. Ah, ja. Das ist ein Tipp für später. Oh Gott. Ja, da haben wir die Muschel. Du hast deine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Freundes bekommen. Ja, kennen wir doch. Okay. Ist nix. Vielleicht haben wir unter dem Stein irgendwas. Nein. Vielleicht hier. Whoops. Das war ein. Ja. Ein falscher Busch. Das war ein George.
Das war ein falscher Stein. Das war ein Axel. Willkommen im Zoodorf. Ja, das klingt doch einladend. Hallo. An so einem Tag könnte ich ein Lied von Marin vertragen. Ja, das haben wir jetzt aber nicht. Was haben wir hier? Vasen. Überall Vasen. Aber kein Wasser. Kein Wasser. Keine Fee, kein gar nichts. Vier Betten direkt nebeneinander. Hallo? Oh, die Durstwüste. Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Das ist ja doof. Gucken wir mal gleich. Was ist das? Hallo? Oh, stimmt. Ich bin Krokodilius. Die Nixenstatue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet. Aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Aha. Was machst du da? Es ist so wunderhübsch. Sollst du das darstellen? Hau ab! Okay. Randale. Lenk oder so das Regal. Ein künstlerisches Regal. Ist ein tolles Regal, so wie alle anderen auch. Vielleicht hast du hier noch irgendwas Schönes? Kann ich mal fragen. Aber nö. So, was haben wir hier? Du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wenn wir nicht einmal Blumen oder so mitbringen, mit dem rede ich erst gar nicht. Über Hibiskus würde ich mich schon freuen. Aha. Hibiskus, ja. Mit diesen materiellen Damen. Halt, warte. Kann ich das angucken, was auf dem Tisch liegt? Ja, ein Tisch ist festgeklebt. Okay. Hallo? Hey, wusstest du schon, dass Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es in Möwendorf ein Traumtempel mit einer XXXX geben soll. Ob das wohl stimmt? Wer weiß. Überall, ne, gibt's hier irgendwie so eine Wasserpfütze. Badezimmer für Tiere. Völlig normal. So, was mit dir? Oh, wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Ja, alles nehmen wir es darauf, dass wir mit Marin was machen sollen, ne? Hallo, Bär. Oh, mir fehlt doch etwas Honig für meinen Bäreneintopf. Aber wo soll ich den nun herbekommen? Ja, den müssen wir noch besorgen. Ich weiß auch von wo. Das konnten wir bislang noch nicht machen. Das konnten wir erst nach Abschluss des dritten Tempels oder so machen. Das können wir theoretisch gleich tun. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Da haben wir einen Teleporter. Den wir auch ein paar Zeiten benutzen werden. So, hier mal ganz kurz mal den Baum hier angucken. Wenn ich gegenrenne, passiert nichts. Eingang zur Durstwüste. Leider ist hier ein Walross. Schnarch. Sie denkt halt, es denkt halt auch an eine Frau. Halt dich anrempeln. Das bringt nicht so viel. Na dann halt nicht. War ein Versuch wert, aber halt eher ein kläglicher Versuch. So, hier hinten. Kriege ich das auch nicht auf. Gucken wir mal. Ah ja. Mal kurz hier rüber, obwohl eigentlich ist hier jetzt nicht so was, wo ich jetzt sagen würde, da will ich aber rüberspringen. Wir gehen mal hier lang. Und hier komme ich definitiv nicht rüber. Okay. Das heißt, hier müssen wir später nochmal hin, um das Herzteil zu holen. Alles wird schon.
So, dann gehen wir halt jetzt erstmal zurück in das andere tolle Dorf. Und nochmal gucken. Vielleicht hier mal ein bisschen die Schuhe anziehen, damit wir ein bisschen schneller vorangehen und so. Hat er jetzt viel gebracht? So, denn wir brauchen ja auf jeden Fall Marin. Ohne Marin ist halt doof.